unserem Spaziergang. Ich weiß, ihr wollt los. Darf aber einer nicht fehlen, nämlich der Jürgen Elsässer, der als Ideengeber und Schirmherr dieser Kampagne sich hingestellt hat und diese ins Leben gerufen hat. Jürgen steht schon hinter mir hier auf der Bühne. Noch ein paar kurze Worte von Jürgen Elsässer und dann werden wir bestimmt, aber friedlich durch Leipzig laufen. Und es geht hier rechts von mir an der Bühne entlang, schon mal als Vorahnung. Hallo Leipzig! Ich kann es kurz machen. Es war eine Premiere heute, ist eine Premiere heute. Die erste Demonstration Amigo Home auf deutschem Boden heute hier in Leipzig. Und wir alle sind dabei, gezählt vorhin 6370 Leute auf dem Platz. Ist ein guter Start für Amigo Home. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir dieses Besatzungsregime und seine antideutschen Vasallen nicht zum Teufel jagen. Ich habe 2015 gesagt, als die Regierung auf Geheiß des US-Milliardärs George Soros die Grenzen geöffnet hat, da habe ich gesagt, wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Und 2020 habe ich gesagt, als die Regierung auf Geheiß des US-Milliardärs Bill Gates uns alle eingesperrt hat, wenn die Regierung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die Regierung einsperren. Und in der aktuellen Situation sage ich, wenn die Regierung auf Geheiß der Milliardäre der US-Fracking-Gasindustrie das Volk für den verdammten Krieg gegen Russland frieren lassen will, dann muss das Volk der Regierung Feuer unterm Arsch machen. Der Oberbürgermeister Burkhard Jung ist eine Schande für Leipzig. Ich mache ihn persönlich mitverantwortlich dafür, dass über den Flughafen Leipzig-Halle US-Militärgüter an die Ostfront transportiert werden. Das ist ein Bruch der völkerrechtlichen Zusicherung, dass ostdeutsches Gebiet nicht für die Amerikaner und nicht für die NATO zur Verfügung steht. Amigo Home, und nimm den Burkhard Jung gleich mit. Ich kann nicht mehr hören das Gequäke der Antifa, die schon längst zu einer Transatlantifa geworden ist. Die Vorgängergeneration dieser Leute,
die hatten noch Grips, die haben noch gegen die Amerikaner demonstriert. Zehntausende waren auf der Straße gegen US-Präsident Reagan in West-Berlin in den 80er Jahren. Da wurden Blockaden gebaut. Es war noch was von den Linken. Aber das Heutige, was die Linken bieten, ist doch nur die schmutzige Nachgeburt ihrer besseren Vorfahren. Amigo home und nehmt die gleich mit. Und das Geschwätz der amerikanischen Menschenrechtsapostel kann ich auch nicht mehr hören. Wenn die Angloamerikaner von Menschenrechten reden, dann meinen sie meistens Schürfrechte. Und wir als Deutsche haben gute Erfahrungen, jedenfalls immer wieder mit Russland gemacht. Wenn es zwischen Deutschland und Russland gestimmt hat, egal ob bei Kanzler Bismarck oder bei Kanzler Willy Brandt, dann war das gut, nicht nur für unsere beiden Völker, sondern für den gesamten Kontinent. Wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann doch die: Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Wir sind ein besetztes Land. Wir sind eine Militärkolonie der Amerikaner. In keinem anderen Land auf der Welt haben die Amerikaner mehr Soldaten stationiert als in der BRD. Wir haben den größten amerikanischen Truppenübungsplatz auf der Welt außerhalb der USA im bayerischen Grafenwöhr. Grafenwöhr schließen, Amigo home! Wir haben die amerikanische Zentrale in Stuttgart, EUCOM und AFRICOM. Von dort aus werden die Killerdrohnen in ganz Europa bis nach Asien, bis nach Afrika hinein kommandiert. Diese Mordzentrale muss geschlossen werden. Amigo home! Rammstein, den größten, personalmäßig größten Stützpunkt der Amerikaner außerhalb der USA auf der ganzen Welt. Alle Waffenlieferungen an die Ostfront laufen über Rammstein. Diese Völkermordzentrale muss geschlossen werden, Amigo home! Ich freue mich, dass es außer den verrückten Antifanten aus Konnewitz, die hier gegen uns demonstrieren, auch noch vernünftige Linke gibt. Ich freue mich, dass Sarah Wagenknecht in die Offensive geht und wünsche mir mehr davon. Ich freue mich, dass der linke langjährige Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm pünktlich zu unserer Demo einen Song geschrieben hat, nach der Melodie von Nabucco, Amigo home. Und ich freue mich besonders über Oscar Lafontaine, der nächste Woche ein Buch herausbringen wird mit dem Titel Ami, it's time to go! Patrioten aus allen Schichten der Bevölkerung, Patrioten von links und rechts, aufrechte Rechte und vernünftige Linke müssen zusammenkommen gegen das Besatzerregime, das durch die Altparteien repräsentiert wird. Die Querfront kann siegen. Das vereinte Volk ist unbesiegbar. Amigo home! Thank you.
So, Leipzig, jetzt geht's zum Spaziergang. Ich würd euch ganz kurz noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Wir werden von der Polizei zum Spaziergang geschützt. Bleibt alle fest zusammen. Verlasst den Demozug nicht. Kommt alle wieder mit hierher, dann wird hier aufgelöst. Dann passiert auch nichts. Und jetzt, so wie wir die Amis aus dem Land jagen wollen, lassen wir als Zeichen 10 Ballons